folgt mir unauffällig. Wir müssen in die Richtung. Querfeldein. Immersionsmodus. Ach, wie schön dieses Spiel ist. Buffnahrung? Naja, wir sind eine ganze Weile unterwegs, ne? Dann machen wir das mal, ne? Sicher ist sicher. Die Kämpfe könnten sehr zehrend werden. Zack, zack. Gut genährt und jetzt von oben nach unten alles runterfuttern. Sind wir verstrahlt? Lass nicht ein bisschen. Oh Gott, sie kommen. Eine Sekunde. Ich bin gleich für euch da, ihr lieben Gegner. Ich muss mich erst noch hier randvoll buffen. Mit leckerem Essen. Das müssen wir mal abgrillen. Das können wir noch hier machen, solange wir hier sind und kämpfen müssen. Oh Gott, es sind Stechflügler. Die ganz schlimme Sorte. Block. Nee, nein, hier. 89, bitte. 89. Nein. 73. Und da war noch eine dritte. Die ist schon zu weit weg. Block. Block. Wie bitte? Pass auf, Hundi. Hinter dir. Oh, sehr schön. Ein Glück haben wir Geschütze. Ein Covenant. Aber das waren noch nicht alle. Stechflügerfilet können wir auch sehr gut gebrauchen. Großartig. Aber es kommen noch mehr. Das ganze Gebiet scheint verseucht zu sein. Ja, absolut. Oh, come on, ist doch gut jetzt. Haben wir wieder ordentlich abgekriegt. Aber überlebt ist überlebt. Ja, ja, ja. Also ich muss sagen, das mit dem Schnee hier, dass es hier die ganze Zeit jetzt schneit, in der, naja, in der Jahreszeit Winter, das finde ich sehr stimmig. Das hat was sehr postapokalyptisches. Ich traue mich nicht, aber ich glaube, wenn ich die eine Bodentexturmod nochmal reinstallieren würde, könnte ich auch den Boden zum Schnee machen. Also könnte ich den Boden verschneit machen, aber ich habe keinen Bock. Also ich möchte das Konstrukt hier, mein Mod-Konstrukt, nicht nochmal auseinanderreißen. Ich muss Todeskrallenfleisch ganz kurz abkochen, bin gleich wieder da. Gleich geht's wirklich los. Aber es reicht ja. Es ist halt der Übergang zwischen Herbst und Winter. Da schneit es manchmal. Aber es ist halt noch nicht so kalt. Beziehungsweise der Boden ist noch nicht so kalt, dass der Schnee liegen bleibt. Weißt du, was ich meine, Katze? So, herstellen. Braten. Nein, braten. Gebackene Blähfliege. Kakerlake. Meierlöckfleisch. Kein Omelett. Wobei, die paar schmutzigen Wasser, die können wir hier schon investieren. Da, das ist wichtig. Stechflügerfilet. Und Todeskrallenburger. Yummy, yummy. Und die Räppchen. Alter Schwede, Mensch. Haben wir gar nicht gegessen, ne? Eine Sekunde. Uno secondo, per favor. Räppchen und das Todeskrallensteak. Und das Stechflügelfilet. Ist aber auch ein schwieriges Wort. Jetzt können wir. Aber wirklich. Wir kommen wieder nicht vom Fleck. Bin ich jetzt zufällig durstig? Nein. Ist alles in bester Ordnung. Timmy. Let's do this. In die Richtung. Immersionsmodus. Wer fällt ein? Oh mein Gott. Wie hübsch du doch bist, Fallout 4. Also dann braucht man wirklich kein anderes Spiel mehr. Wenn man dieses Spiel hat. Nein, nein. Kombi. Nimm Kombi. Block. Aus nächster Nähe. Und wir nehmen dein Fleisch natürlich auch mit. Ich glaube, das war ein Nachzügler, ne? Ein Elevator. Er bringt uns nach oben. Ich gehe mal auf Midrange. Und dann schauen wir einfach mal. Großartig. Einfach nur großartig. Ja, es, ich muss sagen, jetzt gerade, also im Vergleich zum, also im Kontext des ganzen Playthroughs gefällt mir der Winter jetzt gerade am meisten, muss ich sagen. Sommer war auch schön, da sind die Farben prächtiger. Ich bin ja so ein bunter Typ. Aber es passt mehr so ein bisschen zu der leicht melancholischen Stimmung. Da habt ihr schon recht gehabt. Da muss ich euch recht geben. Es war halt einfach ein bisschen zu bunt. Optisch hochwertiger, macht sich auch gut in den Thumbnails, aber das kann ich ja dann, habe ich schon mal gezeigt, ne? Das kann ich im Fotomodus mit 3 Klicks, kann ich es hier wieder Sommer werden lassen. Das kann ich ja dann trotzdem zweckentfremden. Die sind da so ein bisschen eye-catchiger, die Bilder im Sommer. Aber für uns hier im Spiel
macht das schon mehr Sinn. So, was ist denn hier jetzt alles auf einem Fleck? Elevated Campsite. Höher geht's nicht mehr, ne? Oder? Das war das Camp, ne? Oh mein Gott, ich würde hier sowas von wohnen. Schön oben. Noch ein Stückchen weiter nach oben. Ja, hier komme ich. Also hier würde ich als echter Mensch. Zack, und dann. Und dann hier hoch, Klimmzug rauf, das kriege ich hin. Ein bisschen mit den Beinen an der Strebe abstützen. Das ist mir einfach sicherer. Vielleicht sogar noch da hoch. Aber da wird es gefährlich. Aber, naja. Die Witterungsbedingungen. Die könnten mir einen Strich durch die Rechnung machen. Aber mal gucken, ne? Wird sich ja dann irgendwann zeigen. Wie wir das in der echten Apokalypse machen. Dauert ja nicht mehr lange, oder? So, hier rüber? Nee, möchte ich gar nicht. Ich möchte jetzt in die andere Richtung. Underpass Shack Ruins. Einmal ganz kurz bitte zurück. Oh, die Ecke habe ich hier gar nicht richtig gesehen. Da war ich wohl wieder zu übereifrig. Zu hibbelig. Zu hibbelig. Zack. Nehme ich. Die Flasche auch. Flaschen generell. Sind hier eine gute Investition. Ist das eine Tür? Nee. Schön. Ja, hier lässt sich auch leben, ne? In einer kleinen Gruppe. Aber irgendwann musst du runter, um Essen zu holen. Ich gehe hier lang. Zack. Was? Das ist ja wieder ein Fliegi, tatsächlich. So ein Bomber oder so, ne? Oh. Also die Dinger finde ich viel cooler als die Vertibirds. So viel cooler. So ein bisschen von außen. F. Mal gucken, was Stable Diffusion hier raus so basteln kann. Plock. Nochmal bitte mit meinem Screenshot Capture ebenfalls ein Bildchen schießen. Und von hier noch. Ja, aber es... ja, das schieße ich auch noch. Gut, genug. Underpass. Check, wo ist es? Wir stehen quasi direkt drauf. Underpass heißt unten, ne? Underpass, Unterpass. Wie kommen wir jetzt hier wieder solide runter mit dem Fahrstuhl? Natürlich mit dem Fahrstuhl. Ach so, wir wären hier hochgekommen. Ich wäre natürlich über die Strebe geklettert. Ist lustiger, aber wir hätten auch ganz solide da hochlaufen können. Aber durch die Schnellreise sind wir oben gelandet. Juti! Nice! So, und jetzt die Richtung. Aber vorsichtig! Du könntest übel abgehen, mal wieder. Underpass, Check Rune, Überfall! Gibt's hier Katzen oder Händler? So, hier ist seine Toilette. Oh, da frierst du dir aber den Popo ab. Mein Freund. Nehme ich. Das ist jetzt deine Shack? Oder ist das einfach nur die Toilette für die Leute von da oben? Ist aber gefährlich, ne? Für jedes Geschäft dann hier runtergehen? In die Kälte? Müssen sie selber wissen. Ist ja noch was zu entdecken vielleicht. Oh, wen haben wir denn da hinten? Meine lieben Freunde. Von der Fischstäbchen-Fraktion. Und plock. Rübe. Ja, hau lieber ab. Besser ist das. Erledigt. Und dich noch. In dein Face, Mann. Oh Gott, das... Hat er noch nie gesagt, wie lange sind wir jetzt mit Timmy unterwegs? Viele, viele Stunden. Und er hat das noch nie mit den riesigen Krabbenwesen erwähnt gehabt, dass er so auf seine Umgebung reagiert. Er taut langsam auf, glaube ich. Wehe, du bist legendär. Köpfchen. Lock. Und dich auch, Köpfchen. Wo ist er hin? Wo ist der andere riesige Krabbenmann? Lock. Sehr nice. Sehr, sehr nice das Ganze. Timmy, ich merke, wir können noch viel von dir lernen. Wir können noch viel bei dir auch entdecken. Du bleibst erstmal bei uns. Ich stelle mir das so lustig vor. Ich unterhalte mich dann später mit
Naja, Spoiler, mit meinem Sohn. Und er rennt einfach in den Raum rein. Ich finde super, dass du mir hilfst, meine Eltern zu finden. Ich finde das so gut. Ja, okay. Fokus. Fokus, Fokus, Fokus. Hier war noch irgendwo ein Krabbenmann. Da ist er. Ich will mein Fleisch. Ich will mein Fleisch. Manchmal droppen die auch weiches Fleisch. Das ist einfach mal viel, viel effektiver. Wir wollen zum Fragezeichen. Richtig, hier zu diesem Fragezeichen. Ne, wir wollten auch bis hier zur Kante. Richtig. Military Crossroad Checkpoint PA. PA? Für Power Armor? Oder was? Weil hier ist ja auch eine Power Armor. Das wird's sein. Das tippe ich jetzt mal. Wagemutig, wie ich ganz gerne mal bin. Da drüben geht's schon los, ne? Vielleicht Gunner oder so? Irgendwelche Leute da, irgendwas Fieses. Springst du da mal bitte über den Baumstamm? Mein Freund, Lampe mal ausmachen. Es könnten Roboter hier sein. Und wir wissen alle, was das bedeuten würde. PA. Es ist ja auch kalt, Mensch. Doch, hier ist was. Viechkram. Block. Und... Na, haben sie uns schon geortet? Ich glaube schon. Jetzt geht's rund. Mach den erstmal schnell platt. Jupp. Oh, oh, oh. Ja, Timmy. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Block, block, block. Und Ballermann und Söhne. Schön draufhalten. Meister auf Crit. Warum geizen? Nice. Und dich noch. Und dich noch. Die sind echt schwer manuell zu erwischen. Ja, hau bloß ab. Natürlich brauchen wir auch deren Fleisch. Alles andere wäre Verschwendung. Auch euer Tod soll eine tiefere Bedeutung haben. Ihr sollt nicht umsonst gestorben sein. Die andere ist jetzt abgehauen. Die wird uns wahrscheinlich gleich später nochmal attackieren. So, was ist denn das hier für eine Powerrüstung? Sie ist nicht mal... Oh doch, sie ist komplett, oder? Nee, das Bein fehlt. Kann ich jetzt gerade nicht so richtig sehen. Ja, das Bein fehlt. Ich guck mir mal die Teile an. Wollten wir nicht eigentlich irgendeine, oder wollte ich nicht, inspiriert durch euren Rat, irgendwo noch eine komplette Powerrüstung zumindest mit in die Sammlung aufnehmen? Ich muss gleich mal auf meinen schlauen Zettel gucken. Das habe ich schon länger nicht mehr getan. Hallo, hallo, hallo. Sicherheitstür. Öffnen Sie die bitte. Ist offen, ne? Block, Timmy, willst du vielleicht da rein? T51, ja, schön, aber ich nehme jetzt nur den Fusionskern erstmal mit. Das sind alles nur MK1-Teile. Und die Rüstung ist nicht komplett. Ich guck mal ganz kurz auf meinen Zettel und beweg mich. Dann ist es effektreicher. Lade, lade, lade. Fallout 4. Ah, T51, komplett bei Fähre abholen. Das habt ihr mir geraten. Steht auf jeden Fall auf dem Zettel. Das wäre auch eine, aber die ist nicht komplett. Aber dem wollte ich... Sag mal! Dem wollte ich auf jeden Fall nachgehen. Aber nicht jetzt so voll gebufft. Das wäre Verschwendung. Aber jetzt haben wir uns das Ganze wieder ein bisschen wachgerüttelt. Nicht zum Amphitheater gehen und erst zu Cabot gehen, habe ich gemacht. Aber nicht in der Aufnahme. Hat nichts gebracht. Aufgabe war nicht spielbar. Kann ich von meinem Zettel löschen. Spawnpunkt versetzen in Sanctuary. Oh, das haben wir gemacht. Aber bisher haben wir noch keine Schnellreise nach Sanctuary gemacht. Wir wollten gucken, ob wir jetzt wieder absturzfrei zurück in die alte Heimat teleportieren können. Naja, das können wir ja ganz kurz ausprobieren. Ich mache hier einfach mal einen sauberen Save. Block. Und dann ballern wir rüber nach Sanctuary. Und wenn wir da sind, lade ich einfach den Safe wieder. Da bin ich jetzt sehr neugierig. Block.
Na, die Hintergrundmusik wurde schon gewechselt. Ich habe hier auch gerade während der Ladephase gelesen. Hubris Axon, ja, stimmt, habt zu Recht. Ihr habt zu Recht. Dreimal habe ich das schon gelesen in den Kommentaren. Sollten wir auch tun. Machen wir dann in einer Tour mit der T51 von der Fähre. Okay, richtig. Wir hatten uns den Schnellreisepunkt hier auf die Brücke gelegt, damit wir nicht so nah dran sind. An Sanctuary, da muss zu viel geladen werden. Ich glaube, da kam dann das Spiel ins Stolpern. Hat es funktioniert? Muss auch. Oh mein Gott. Dankeschön für den Hinweis. Auch wenn wir gerade nichts zu tun haben in Sanctuary. Und sogar nicht mal zurück schnell reisen wollen, sondern zurückladen wollen. Danke, Mensch. Echt nice. Echt ein guter Plan. Aber wir wollen wieder zurück. Zack. Aber jetzt back to topic. Ja, die T51 können wir auf jeden Fall stehen lassen. Die ist nicht mal komplett. Und die Bauteile brauchen wir auch nicht. Haben wir gecheckt gehabt, da war ein Red Away drin. Dogmeat hat etwas gefunden. Eine Sekunde, Dogmeat. Hier konnten wir nämlich auch rein. Und das scheint mir gerade viel interessanter zu sein. Na, wo hat sich der Sweet Spot versteckt? Ein bisschen noch nach rechts, ja. Aha, na geht doch. Wie schön, Mensch, aber hier ist überhaupt nichts drin. Das ist weniger schön, der leuchtende Pilz. Naja, dann nehmen wir ihn auch mit, damit wir nicht komplett umsonst hier reingegangen sind. Das wäre, glaube ich, alles. Ne? Ja, absolut. Nur bis hier, das betrifft jetzt, also das schließt dieses Fragezeichen nicht ein, finde ich. Wir bleiben hier und machen uns hier eine imaginäre Linie. Bis hier, bis hier. Das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal darüber. Vanilla Location mit Fragezeichen sogar. Wir gucken sogar schon in die richtige Richtung. Aber vorsichtig, hier scheint irgendwo wieder ein Krieg zu sein. Vielleicht müssen wir uns in diesen ja nicht einmischen. Mal gucken. Aber wenn wir müssen, dann müssen wir. Dann wissen wir, unsere Waffen einzusetzen. Es geht hier schon los. Da ist ein Hänger. Da ist ein Wohnwagen. Die wollen wir natürlich überprüfen. Nichts weiter hier. Stämme. Hinter mir. Was? Haushaltselektronik. Oh, oh, oh. Wer ballert hier gegen wen? Wer gegen wen? Nichts weiter hier. Terminal. Guck mal nach. Es sind jetzt keine richtigen Texte, ne? Nein, nein, nein. Eigentum von Vets Electronics. Niederlassung. Ralf, ich wollte dich nur kurz daran erinnern, dass heute Abend die Lieferung reinkommt, über die wir gesprochen haben. Wie gesagt, das Ganze darf nicht in den Büchern auftauchen und es sollten so wenig Arbeiter wie möglich daran beteiligt sein. Die Pakete sind schwer. Es wird also ein Gabelstapler nötig sein. Um mehr brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Denk daran, Wets belohnt Mitarbeiter, die gute Teamplayer sind. Mr. Felix. Inventar-Checkliste, Holodisk-Recorder 3 und leere Holodisk, Roboter-Ersatzbatterien, optische Linse, Vakuumröhren, Radio, Fernseher, okay, 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 können wir abhaken, ganz ohne Kapitelmarke und die Cola bitte. Vorsichtig, wow, wow. Ein winterliches Massaker. Kaffeetasse. Bourbon, nein. Aber die Tassen. Wäre die Flasche leer gewesen, dann auch. Was geht hier denn mal bitte ab? Die Autos können wir uns, glaube ich, sparen. Ich will einmal ums Gebäude rumlaufen. Und dann gehen wir rein. Körkchen. Im Müll. Nee. Briefkasten, okay. Das kann ich glauben. Das ist immersiv. Aber hier hinten ist keiner, ne? Hier ist keiner und hier gibt's auch nichts. Wir können rein. Mit Kombi im Anschlag. Der ultimative Nahkampf. Na, ist hier Action? Oder ist hier eher ruhig? Oh mein Gott, bist du böse? Ja, du bist böse.
Ich habe ganz kurz geschmult. Plock. Wir zimmern dich weg. Wo ist eigentlich die Musik hin? Au, au, au. Au, au, au. Vorsichtig. Da ist sie. Die Kampfmusik zumindest. Aber ich meine die atmosphärische, die Ambience-Mucke. Zimmer ihn das Bein weg. Da sind noch mehr. Midrange. Düse. Wo ist deine Düse? Das ist sehr ungenau. Aber es hat gereicht. Mit einem finalen kritischen Todesschuss. Oh Gott, wo kommt er denn her? Nein, nein, stopp. Düse. Düse ist schon in Ordnung. An der Düse sind sie sehr, sehr empfindlich. Was ist das für ihn? Er. Bin da lieber ein bisschen vorsichtig, weil der letzte Kampf gegen die Roboter, ihr wisst schon, da beim Supermutantenlager, der lief sehr, sehr, ich sag mal, dramatisch ab. Von wo? Von wo? Von wo? Der ist tot, ne? Ich glaube, ja. Nee, ist er nicht. Sonst hätte mir der zweifache Schadensboni hier nicht angezeigt werden können. Wo denn? Und hier hast du ihn geortet? Er ist nach oben, ne? Da muss er runterkommen. Wenn er kämpfen will, muss er runterkommen. Es sei denn, er kann runterschießen. Dann müssen wir hochschießen. Bis dahin ignorieren wir ihn. Bist du am Leben? Naja, am Leben ist ja zweierlei. Gerade bei Robotern. Döschen. Mhm, komm schon. Raus damit. Jupp, jupp, jupp. Nehme ich. Cola. Flaschi. Köppen für Plastik. Und den ganzen Kram sowieso. Werkzeuge. Hätte man ja eine ganze Zeit lang auch mal in der einen Vault verticken können. Die zahlen da gutes Geld für Werkzeuge, aber jetzt sind wir mittlerweile in einer Phase angekommen des Spiels, wo wir theoretisch genügend Kronkorken haben. Um uns solche Extra-Geschichten, so eine speziellen Extra-Geschichten zu ersparen. Terminal, bitte. Türsteuerung. Ohne Passwort. Was sind denn das hier bitte für Sicherheitsvorkehrungen? Dass man hier mit Escape nicht aus dem Terminal rauskommt. Also wirklich. Brecher. I! Nein. Du nicht. Du ganz und gar nicht. Block, block, block. Nimm mit. Jawohl, ja. Oh, Heftchen. Stimmt, das wurde angezeigt. Mega-Hack. Enthält den Source-Code zum Hacken von Protectrons. Von Protectrons? Aber nur die noch eingekapselt sind, ne? Das ist wahrscheinlich wieder auch so ein Text, ne? Oder so ein Holoband, wie beim letzten Mal. Wie hieß das nochmal? Richtig, das wäre cool, wenn wir das dann irgendwann mal irgendwo... Da ist das Geschützturms-Überbrückungsprogramm. Aber das haben wir jetzt nicht nochmal gekriegt für Protectrons, oder? NP, prr. Doch, tatsächlich! Aber der gleiche Text, oder? Nur halt eben auf Protectrons gemünzt. Sicherheitssensoren deaktivieren. Sicherheitssperren offline. Protectron ist also hochgefährlich einzustufen. Entfernen Sie alle Personen aus diesem Bereich. Jupp. Allianzparameter außer Kraft setzen. Willkommen, Administrator. Zielparameter wurden gelöscht und auf Admin-Benutzergruppe. Das ist ja kein WLAN-Holoband. Ich weiß nicht genau, wie man das einsetzen muss. Könnte ich natürlich ergoogeln. Aber ich würde das ganz gerne so Learning by Doing mäßig machen. Kriegen wir bestimmt noch hin. Also ich vermute, das geht nur bei Protectrons, die noch in der Kapsel stecken. Können wir alles mitnehmen. Dankeschön. Und Kleber. Kleber und Dose. Und den Eimer nicht vergessen. Und Terminal. Natürlich Terminal. Block. Serverstatus, Server offline.
Mitteilung der Geschäftsführung. Cooper, ich weiß nicht, was daran so schwierig ist. Ich bitte Sie doch nur darum, die Militärprotokolle unserer gestern erhaltenen Roboter abzuschalten, damit wir sie im Laden im Demo-Modus laufen lassen können. Ist das so ein Problem? Sie kennen sich doch mit Computern aus. Erfordern die Comics und Spiele Ihre ganze Aufmerksamkeit? Werden Sie erwachsen und werden Sie zum Teamplayer, Mr. Felix. Demo-Modus aktivieren. Demo-Modus aktiv. Hier können wir jetzt kein Holoband laden. Das wäre natürlich ganz cool gewesen. Hätten wir jetzt hier das Überbrückungsband für Protectrons hier schon ausprobieren hätten können. Hätte Fahrradkette.